Hallo und willkommen zurück im Weißer Hunter Call of the Wild. Ja, in Afrika, da geht's weiter. Ich hatte mir ja diese Trophäenhütte jetzt gekauft. Die werden wir uns nachher, denke ich mal, noch anschauen. Aber zuerst wollte ich jetzt noch mal kurz ein paar Tiere erlegen. Vielleicht erwischen wir ja was Tolles, was wir gleich in die Hütte reinstellen, reinhängen können. Und ja. Ich sitze gerade auf dem Dreibein-Hochsitz und hier gibt es richtig viele Kudus, wo ich gerade bin. Moment, wir locken die mal wieder an. Es gibt Kudus, es gibt Springböcke und der ein oder andere Hase ist jetzt auch schon hier vorbeigehoppelt. Wir müssen einfach mal schauen, ob hier noch ein paar tolle Tiere ankommen. Die ganz normalen Kudus, die waren jetzt schon öfters mal gucken. Wenn sie ganz nah sind, erschrecken die sie natürlich auch. Und da hinten war noch einer, der ist gerade ins Schilf hinein. Und oben hier auf dem Plateau, da ist auch richtig viel los. Und da oben, da hängt einer fest. Da ist noch einer, dort ist noch einer. Also hier sind richtig viel unterwegs. So, jetzt hätten wir hier ein, das sind aber alles plus ganz normale. Und hier hinten schleicht noch irgendwas im Gebüsch rum. Kleiner Kuh. Da war jetzt zu nah ran, aber hier ist irgendwo noch einer im Gebüsch. Da kommt er raus. Wir können mal ruhig sitzen bleiben. Wir haben ja festgestellt, wenn wir uns hier wenig bewegen, weiterkauen, kommen die wieder. Und ich würde erstmal das Zielfernrohr umbauen. Ich habe gesehen, ich habe noch das 8 bis 16 drauf. Hier hat man wieder das 4 bis 8-fach draufsetzen. Ja, die Kudus, schauen wir mal. Also ein Springbock. Der rannte jetzt auch schon mal rum. Den würde ich jetzt mit anlocken. Und irgendwo in der Ferne, ihr hört es ja, da ist wieder dieses Getrampel von der Streifenknuherde. Jetzt ist es weg. Ja, geschossen mit dem Repetiergewehr. Waffenklasse 2. Kudu hat Waffenklasse 2. Ja, da oben. Da oben sind sie wieder. Da rennt noch ein Schakal mit rum. Zwei. Ja, ich gucke mal, ob ich mal ein Albino finde, aber bisher hier Fehlanzeige. Da würde ich mich natürlich sofort hier auf den Weg machen. So, ihr Kudus. Eins erwischt und das war's. Da, da kommt doch eins. Habe ich jetzt im Augenwinkel noch entdeckt. Das ist gerade Richtung dem Schilfgrasgürtel rein hier. Oh nee, was ist denn das? Streifengnu, wo kommt denn er her?
Den haben wir jetzt durch Zufall mit angelockt, so wie das aussieht. Jetzt auch nichts Besonderes, aber ist schon mal ein Stück größer wie ein Kudu. Ja, nun steht er da wie angewurzelt. Okay. Der hat irgendwas vor. Ein Kudu, ja. Dreier. Schade, das Knu, das ist jetzt... Das ist jetzt einfach so vorbeigelaufen. Ja los, schnappen wir uns den hier noch. Ja, ich würde sagen... Verlassen wir unseren Hochsitz. So sehr erfolgreich war es jetzt doch nicht. Tun wir erstmal aufsammeln. Schauen wir mal. Ein Gold. Ein Gold. Kostet 4000. Komm, ich stopfe den aus. Dann können wir den auch gleich mal in der Trophäenhütte platzieren. Ja, hier war ein Silber. Wir nehmen die an. Wir können die auch später jederzeit noch ausstopfen. Warnruf Warzenschwein. Aber diesmal haben wir Gegenwind. Wo ist es?
sauberer Schuss. Schauen wir mal, ist es irgendwas Besonderes? Männliches, normal? Nö, ganz normal, sieht aber echt toll aus. Und das stopfe ich mit aus, oder? Ne, wir wollten ja wirklich bloß. Oder? Ach, los, komm. Ausstopfen. Für die Wand. Für die Wandtrophäen ist so ein Warzenschwein, denke ich mal, optimal. Sind echt viele Spuren hier unten. Was haben wir denn hier? Streifenknu. Sehr schön. Noch ein Wildschwein. Warzenschwein. Da oben. Da lief irgendwas. Hier kommt noch eins. Was? Was? Das haben wir echt so schlecht getroffen. Ah, das war ärgerlich. Da hätte wieder so ein guter Schuss werden können. Aber wir haben's. Und ein zweites ist hier noch in der Nähe. Schauen wir mal, ganz leichtes hier, ein weibliches, 48 Kilo, Lungenflügel rechts. So, das stopfen wir nicht aus, das nehmen wir einfach so an.
Da hinten haben wir's. Auch ein ganz leichtes. Liegt. Graues ist das diesmal. Auch nicht irgendwas Besonderes. Ist die Frage, sind hier noch mehr da? Sind mindestens eins, noch ein weibliches. Ja, das scheint dem Braten zu riechen. Ah!
kommt's. Oh, jetzt! So, ja, wieder normales. Alles, nehmen wir alles mit. Jetzt haben wir irgendwo eine Erde Streifenknus aufgescheucht. So, wie das klingt, jetzt bin ich echt mal gespannt. Ob wir die ja sehen. Also man hört sie immer, aber man sieht sie halt nicht. Also zwei Schweine hat man ja noch. Ich denke mal, eins holen wir uns noch, ne? Einer geht noch. Ach, da sind sie. Jetzt haben wir diese Herde entdeckt. Schade, kein Albino drin. Entfernung 170 Meter. Haben wir jetzt irgendwas Besonderes? Wartet mal. Die Schweine sehe ich jetzt nicht. Er hier, auch ein Einser. Klick gerade durch. Ich schau mal, ob ich hier was Schweres finde, was viel Punkte bringt. Eine hohe Wertung, aber nicht wirklich. So ein Streifenknu hat jetzt eine Waffenklasse von 3. Das ist wieder so ein Ding. Ich habe jetzt Waffenklasse 4 gewärmet und Waffenklasse 2. Könnten die natürlich auch komplett in Ruhe lassen. Uns um die Schweine kümmern.
Oh, ich höre ein Schweinchen kommen. Ja, hätte ich natürlich jetzt auch nur ein, zwei, vielleicht, ja, ich denke mal eins rausschießen können auf der Entfernung. Aber jetzt waren wir auf der schönen Schweinejagd. Warum nicht weitermachen? Lungenflügel rechts. Oh, diesmal haben wir einen Goldschuss. Schauen wir noch mal hier, wie er aussieht, der Kollege. Ganz normal grau. Schwein, da kommt noch eins. Ach, sind ein paar unterwegs da drüben. Einser, Einser. Versuchen wir hier an dem Baum etwas Deckung zu bekommen. Nee, also die zeigen überhaupt kein Interesse an den Lockruf. Man hört sie, aber man sieht sie nicht mehr. Ah, jetzt kommen sie näher. 70 Meter. Laufen sie wieder. Ja, manchmal, da muss man das einfach ausnutzen. Also selten, dass ich mal so viele Warzenschweine gesehen habe. Jetzt gucken wir mal hier. Alles wieder normal. Annehmen.
Was haben wir denn da? Kleine Herde Büffel. Simon, sehr schwerer. Guck mal, 300 Meter. Das würde ich gerne mal testen. So, ich habe mal markiert. Ich mache nur absichtlich jetzt einen Schuss. Und. Rennt, er rennt. Rennt. Hier hinten haben wir ihn. Also, das war jetzt gar nicht so ein schlechter Schuss, hätte ich gesagt. Ah, wird aber nicht rot. Gibt's doch nicht, hä? Ich meine, das war jetzt die Eckers. Ach, die Eckers hat Waffenklasse 3. Ich dachte, die hatte Waffenklasse 4. Stimmt. Da war ich jetzt etwas verwirrt. Ich hatte früher immer die 400er. Die hatte ich immer mit. Die habe ich immer ausgetauscht. Aber ich hätte jetzt gedacht, wirklich auf der Entfernung. Ja, hier wird nichts rot, den haben wir echt nicht erwischt. Dass wir den mit einem Lungentreffer niederstrecken. Wahnsinn, ich zeige euch mal noch mal genau, wo ich bin. Ziemlich hier im nördlichen Teil auf der Karte. Ach, da sind sie ja. Unsere Streifengnus. Also die haben hier anscheinend so ein Hotspot, so ein Bedürfnisgebiet, wo die immer wieder hinlaufen. Thank you.
gibt's doch nicht. Aggressive Schweine. Bloß nicht anrennen. Komm schnell. Ja, das letzte, das ging wieder in die Hose, würde ich mal so sagen. Das ist aber echt schlecht getroffen. ...75 Blutverlust, das ist eigentlich zu wenig bei der Entfernung. Was war das? Ein Streifenknie. Was jetzt? War ein Schnaubgeräusch. Oh nein, er kommt auf mich zu. Ein klein bisschen Leben. Und Silber haben wir geschossen. Männlich. Muskelherz. Annehmen. So, jetzt suchen wir noch unser Schweinchen. Da liegt's. Oh, ein schwarzes diesmal. Nee, Farbe normal, nicht grau, normal. Kiefer haben wir es getroffen. Ah, guckt euch das mal an. Hätte fast gesessen. Haben wir es aber schön voll auf die Schnauze drauf. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich bin. Tja, haben wir eine schöne Runde gedreht hier. Na gut, ich würde sagen, wir machen für heute erstmal Schluss.
Das mit der Jagdhütte, das verschieben wir nochmal. Das wird mir heute zu spät, zu lang. Ich möchte euch das auch ein bisschen ausführlicher erklären. Tiere über Tiere. 170 Meter. Echt klein. Gut. Wir machen erstmal Schluss für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da, lasst einen Kommentar da und dann hoffentlich sehen wir uns in den nächsten Folgen wieder. Macht's gut.